Ein weiteres Sims 4 Update wurde für alle Spieler veröffentlicht, indem wir neue Hochbetten sowie kleinere Verbesserungen für die Merkmale in die Sims 4 erhalten haben. Alle Änderungen möchte ich euch in diesem Video vorstellen. Meine Theorie hat gestimmt, mit dem gestrigen Update haben wir insgesamt 4 verschiedene neue Hochbetten erhalten, die wir alle jetzt im Spiel nutzen können. Allgemein gibt es 2 verschiedene Stile und diese jeweils dann mit oder ohne unteres Doppelbett. Mit dem Zahnradsymbol am Bett könnt ihr zudem steuern, ob hier automatisch die Leiter an beiden oder nur an einer Seite platziert werden soll. Etwas schade ist aber, dass man unter dem neuen Hochbett keinen Schreibtisch platzieren kann, nur normale Betten lassen sich hier ohne Probleme einfach nutzen. Ebenfalls neu ist bei den Betten die Option, mit seinen Sims zu entspannen, was vorher leider nicht im Spiel möglich war. Außerdem wurden einige Bilder mit neuen Farbalternativen ergänzt, die jetzt auch mehr diverse und mehr Bilder von verschiedenen Sims zeigen. So gibt es jetzt auch neue Hochzeitsbilder. Als nächstes wurden wieder neue Verbesserungen an 2 Frisuren bei den Sims durchgeführt. So wurde diese Frisur für alle möglichen Altersstufen mit einer besseren Oberfläche aktualisiert. Auch diese bereits vorhandene Frisur wurde noch einmal von Grund auf mit mehr Details neu gemacht. Eine kleine, aber ebenfalls von vielen Spielern viel geforderte Neuerung: Aktivitäten wie Essen oder Duschen brauchen jetzt weniger Zeit zum Ausführen. Zu guter Letzt wurden viele Merkmale aktualisiert, die laut Blog-Eintrag jetzt mehr an visuellen Hinweisen, optische Anhaltspunkte und ihrem einzigartigen Verhalten erkennbar sind. Hierzu zählen Bücherwurm, fröhlich, tollpatschig, Genie, düster, Vielfraß, gut, Spinner, mag keine Kinder, Hitzkopf, eifersüchtig, gemein, ordentlich, sprunghaft, Perfektionistin, Chaot und ehrgeizig. Was denkt ihr über die neuen Feature? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch meine Update-Zusammenfassung gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.